Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Nerdfallmedizin. Heute ein kurzes Video, aber zu einem wichtigen Thema. Und ich verspreche euch, es wird jetzt leider nicht ganz so sexy wie bei den anderen Themen. Nicht Thorakotomie, nicht Beatmung, sondern es geht um AZ-Minderung. Ihr fragt euch jetzt, was ist das für eine Diagnose? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ganz häufig eine der Verdachtsdiagnosen im Rettungsdienst oder auch die Initialmeldung in der Notaufnahme, wenn Patientinnen und Patienten zu uns kommen, gerade ältere Semester, also 75, 80, 85 Jahre, Verdachtsdiagnose AZ-Minderung. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen überlegen, was ist das eigentlich und kann man das vielleicht sogar strukturiert abarbeiten, ohne dass man jetzt da 1000 Untersuchungen macht, ohne dass man von Neurologie bis Neurochirurgie bis Endokrinologie alle Fachrichtungen durchnudelt. Wie kann man die AZ-Minderung gut abklären? Und jetzt werden manche sagen, naja, AZ-Minderung, das ist doch eh immer eine Exsikose. Aber wenn man ehrlich ist, gerade die Patientinnen und Patienten im höheren Alter, die aber an sich fit sind, also ich rede jetzt nicht von denen, die Kontrakt im Bett liegen und quasi nur über eine PEG ernährt werden, sondern die, die eigentlich noch relativ fit sind, schon ihre Vorerkrankungen haben und plötzlich AZ-gemindert sind, die sind selten exsikiert. Und jetzt wird es spannend. Es gibt nämlich eine ziemlich gute Merkhilfe, die wir euch vorstellen möchten. Und die Merkhilfe lautet Keim. Keim, das fasst die vier Ursachen zusammen, die häufig der Grund für eine AZ-Minderung sind. Fangen wir an mit K, kardiovaskuläre Ereignisse, da vor allem Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, also irgendwelche kardialen Probleme, die sich akut verschlechtern oder wo eine chronische Problematik besteht, die akut schlechter wird. Viele Patientinnen und Patienten mit Diabetes haben nicht die klassischen Herzinfarkt-Symptomatiken, haben keinen massiven Brustschmerz, gerade die älteren Frauen noch weniger, da muss man einfach fein drauf aufpassen. Zweite Ursache und was im Rettungsdienst schwer zu erkennen ist, aber in der Notaufnahme ganz häufig ist, ist die Elektrolytstörung. Ganz klassisch die Hyponatremie. Hyponatremie kann verrückteste neurologische Symptomatik machen, kann eine Somnolenz machen, kann Krampfanfälle machen und noch vieles mehr. Also kann auch so ein bisschen durch den Wind sein machen. Eine Hyponatremie ist erstaunlich häufig, wenn man danach sucht. I heißt Infektion. Und auch da gibt es so die großen Knallerinfektionen, Harnwegsinfekt, gerade bei Leuten, die noch immobiler sind, als sie vielleicht sonst sind, die vielleicht irgendwo im Bett liegen, wo die Pflege nicht ganz optimal ist oder die vielleicht sich selber nicht ganz so äußern können. Oder auch die Pneumonie ist natürlich bei älteren Patienten und Patienten häufiger. Und dann kommt M für Medikamente. Ein Thema, das ich ehrlicherweise in den ersten Jahren in der Notaufnahme oder überhaupt in meiner notfallmedizinischen Tätigkeit auch so ein bisschen vergessen habe und mich immer auf irgendwelche Laborwerte und so weiter gestürzt habe. Aber die Medikamente, gerade Änderungen von Medikamenten, sind häufig Ursachen für eine AZ-Minderung. Das können sein abgesetzte Medikamente, Medikamente, die falsch gegeben worden sind. Da gibt es irgendwelche Angaben, die sind in irgendein Dokumentationssystem übertragen worden. Ihr wisst selber, wie verwirrend die oft sind. Irgendwelche Medikamentenpläne wurden geändert. Der eine Arzt setzt was an, der andere Facharzt setzt was ab. Die Patienten waren im Krankenhaus, dort ist irgendwas dazugekommen, das kam dann aber nicht mit und so weiter und so fort. Oder auch so ganz klassische Sachen wie Antidepressiva, die plötzlich neu dazugekommen sind oder Diuretika, die dann gleich auch wieder zu einer Elektrolytstörung führen können. Das heißt, wir müssen da unbedingt darauf schauen, gibt es neue oder abgesetzte oder geänderte Medikamente, irgendwelche Pflaster oder so. Also, zusammengefasst, diese vier Ursachen, damit kann man schon ganz, ganz, ganz viel abdecken. Was heißt es denn jetzt für uns im Rettungsdienst? Jetzt werdet ihr sagen, Elektrolytstörungen, die kann man doch gar nicht untersuchen. Und wie soll ich denn dann einen Infekt feststellen? Eigentlich ist es relativ einfach. Bei K, kardiovaskulär, schreibt es einfach ein EKG. Ein 12-Kanal-EKG dauert ein paar Sekunden, um zu schreiben und hilft wirklich, die Ursachen zu differenzieren. Manchmal sieht man verrückterweise sogar plötzlich eine ST-Hebung oder sowas wie einen superakuten Infarkt, abgeläufene Infarkte, komische Rhythmusstörungen, eine Bradykardie, die plötzlich da ist, jemand mit einer 35er-Frequenz, verstehe ich auch, warum der AZ gemindert ist. Also EKG schreiben bei K. Elektrolytstörungen, ja, das ist im Rettungsdienst wirklich schwierig. Da ist es in der Notaufnahme wichtig, frühzeitig eine BGA zu machen mit den Elektrolyten. Da hat man oft nach einer Minute schon eine Idee und muss nicht ein, zwei Stunden auf irgendwelche Laborwerte warten, bis das irgendwo fertig ist, sondern sieht gleich frühzeitig, dass das Natrium zum Beispiel einfach 115 ist und plötzlich erklärt sich, warum die Patientin so verwirrt ist. Infekt, naja, da hilft uns im präklinischen Setting einfach mal eine Temperatur zu messen und man muss echt sagen, es kommt
immer noch sehr, sehr häufig vor, dass Leute in massiv reduziertem Allgemeinzustand, unklarer Genese, vielleicht steht sogar irgendwo DD-Infekt oder Sepsis im Raum, kommt und da keine Temperatur gemessen wird. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass schon viele hochfieberhafte Infekte einfach so übersehen werden, dann ist es draußen kalt und so weiter. Messt einfach kurz die Temperatur. Das Gleiche gilt auch für die Notaufnahme. Gleichzeitig schaut es auf die Atemfrequenz, erhöhte Atemfrequenz deutet nicht nur auf Stress hin, sondern kann auch eins der ersten Zeichen für zum Beispiel eine Sepsis, eine Urosepsis oder Pneumosepsis sein. Und Medikamente, naja, da können wir im Rettungsdienst tatsächlich mal schauen, dass wir einfach den gescheiten Medikamentenplan mitnehmen. Wenn gar nichts ist, ist es natürlich toll, wenn man die Medikamente aufschreibt, aber so ein Medikamentenplan, wo vielleicht auch drinsteht, abgesetzt oder neu begonnen oder die Angehörigen fragt, nimmt er oder sie das wirklich ein, was ist das Durchgestrichene, gehört es dazu oder wie schaut es aus, das hilft tatsächlich sehr. Und gerade auch in der Notaufnahme, vielleicht sogar, wenn wir einen alten Vorbrief haben, schauen wir einfach einmal kurz auf die Medikamente und wir sind schon viel weiter. Das war jetzt so ein ganz kurzer Überblick über die AZ-Minderung. Und ich glaube, dass das vielleicht helfen kann, dass man nicht alle Patienten irgendwie stundenlang durch die Notaufnahme zerren muss. Man muss nicht bei allen Leuten, die eine qualitative Bewusstseinsstörung haben, wie es die AZ-Minderung ja de facto eigentlich ist, ja, also nicht, dass die tief bewusstlos sind, sondern dass die in der Qualität der Interaktion einfach gemindert sind. Nicht jeder oder jede davon braucht ein CT und auch nicht alle paar Wochen, wenn die immer wieder kommen. Das sind so die wichtigsten Tipps. So, die sich jetzt ein bisschen genauer damit beschäftigen wollen, da geht es fast schon in Richtung der Abklärung des Delirs. Also das Delir ist ja so die Hauptdiagnose von alten, vor allem auch dann bettlägerigen Patienten in der Notaufnahme oder eine der wichtigen Diagnosen. Da gibt es ein cooles Akronym, das heißt I Watch Death, das wir euch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch nochmal anschauen, was für Ursachen das sind. Und ein letzter Tipp zum Abschluss. Gerade heute war das bei mehreren Fällen wirklich echt beeindruckend, wenn jetzt schon schwer kranke, teilweise auch schwer demente Patienten kommen, wo man keine gute Anamnese kriegt, wo auch der Rettungsdienst vielleicht sagt, ja, wir waren da im Heim und die Schwester im Heim wusste auch gar nicht und sagt, ich bin eh nur die Vertretungsschwester und der kommt halt und dem geht es halt schlechter. Natürlich kann man dann die anderen Ursachen auch abklären, die wir schon gesagt haben, das Keim, aber denkt dran, gerade viele Patientinnen im hohen Alter haben ein Harnverhalt. Also einmal ganz kurz auf die Blase schallen und ihr werdet überrascht sein, wie häufig euch da ein riesen Ball entgegenkommt und die Patientinnen in dem Moment, wo man die unterstützt, indem man die entweder einmal katheterisiert oder indem man ihnen ein Deka legt, den man auch im späteren Verlauf dann rasch entfernen kann häufig, wie die von schreiend tobenden, dementen, deliranten Patienten bei sich zu ziemlich lammfrommen, netten Omis und Opis werden. Also, zusammengefasst, die AZ-Minderung kann ganz, ganz viele Sachen bedeuten. Aber häufig, gerade bei älteren Patienten, die vorher noch relativ fit waren, also eben nicht schwer bettlägerig, kann man das auf vier große Ursachen eingrenzen. Das eine ist ein kardiales Ereignis, also EKG, sowohl Rhythmus- als auch Ischämie-Diagnostik. Das andere sind Elektrolytstörungen, also frühzeitig eine BGA, Infektion, also Fieber messen, Atemfrequenz und nach Fokus suchen, dann in der Notaufnahme mit Kulturen, Röntgenbild und einer gescheiten Untersuchung. Und das Letzte und das, was man am meisten vergisst, sind Medikamente. Neue Medikamente, abgesetzte Medikamente, vielleicht falsch kombinierte Medikamente, irgendwelche Nebenwirkungen. Fragt es danach, gerade die Angehörigen oder auch das Pflegepersonal im Heim oder sonst jemand kann euch häufig da Auskunft geben und die Medikamentenpläne helfen wirklich. So, das war's von mir. Nach 10 Tagen harten Diensten in der Notaufnahme nochmal ein kurzer Überblick zum sexy Thema AZ-Minderung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut in die Shownotes, da steht noch ordentlich mehr, was man zu Delir-Untersuchungen machen kann, wie man Delir vielleicht auch behandeln oder verhindern kann. Ich würde mich freuen auf eure Kommentare, auf eure Ideen. Was habt ihr schon rausgefunden bei AZ-Minderung? Was hatten die Patientinnen und die Patienten dann? Oder habt ihr vielleicht ganz ein anderes Vorgehen? Schreibt es uns doch einfach in die Kommentare. Das übliche Teilen und Liken. Und wir hören uns und sehen uns bei Nerdfallmedizin. Ciao! Thank you.